In wenigen Wochen wird Apple am 7. September das neue iPhone 14 und 14 Pro auf einer Keynote vorstellen und im heutigen Video schauen wir uns einmal einen akkuraten Dummy des iPhone 14 Pro von einem Case-Hersteller etwas genauer an und vergleichen diesen auch mit dem iPhone 13 Pro. Sollten dich Videos wie dieses zu neuen iPhones, Leaks und ähnlichem interessieren und du möchtest in Zukunft keine weiteren ähnlichen Videos mehr verpassen, dann lass jetzt gerne ein Abo da und wir schauen uns direkt nach dem Intro den iPhone 14 Pro Dummy etwas genauer an und dabei wünsche ich euch wie immer viel Spaß. Wie bereits vor dem Intro erwähnt, schauen wir uns im heutigen Video einmal einen iPhone 14 Pro Dummy etwas genauer an und in diesem Fall von einem iPhone-Zubehörhersteller, nämlich Banks. Und dieser hat mir hier in diesem Fall einmal den Dummy zugesendet, aber auch passendes Zubehör für das iPhone 14 Pro. Und das schauen wir uns jetzt hier in diesem Video einmal etwas genauer an. Und ich würde sagen, wir packen jetzt hier direkt einmal den iPhone 14 Pro Dummy aus. Wie gesagt, hier 2022 New Phone und das werden wir hier jetzt einmal öffnen. Und dann sehen wir hier auch schon diesen Dummy und der ist natürlich jetzt hier nicht aus Kunststoff, sondern der ist aus Metall und dementsprechend auch ziemlich schwer. Und wir haben hier eben die ganzen Abmaßungen, die sehr, sehr genau sein müssen, damit eben mit diesen ja, gegossenen Dummies die Cases hergestellt werden können. Dementsprechend ist das hier ein akkurates Modell und wenn wir das hier einmal umdrehen, dann sehen wir hier auch auf der Vorderseite natürlich einmal das Display, in diesem Fall sogar mit der Notch, mit der neuen Pill-Shaped Notch, die man hier oben ganz gut sehen kann. Einmal hier diese Pille und daneben dann noch einmal dieses einzelne Loch, um eben dort die Kamera zu platzieren. Und das sieht auf jeden Fall genauso aus wie in den ganzen Leaks und Renderings. Unten weiterhin Lightning, dann haben wir hier die Lautsprecher und Mikrofone an der Seite hier, den Power-Button an der anderen Seite, dann hier einmal den Mute-Switch und natürlich auch hier die Lauter-Leiser-Taste und dann zu guter Letzt hier auf der Rückseite natürlich die wirklich sehr, sehr große Kamera, auch im Vergleich zu einem iPhone 13 Pro, wo das Kameraelement ja auch schon ziemlich groß war. Wenn wir jetzt einmal das Kameramodul auf der Rückseite des iPhone 14 Pro mit dem 13 Pro vergleichen, dann sehen wir auch direkt, dass das iPhone 14 Pro ein wirklich größeres Kameramodul bekommt im Vergleich zu dem 13 Pro Kameramodul, welches auch schon ziemlich groß ist. Aber der Unterschied ist auf jeden Fall nochmal da, dass das Kameramodul im iPhone 14 Pro nochmal um einige Prozentpunkte angewachsen ist. Insgesamt sind die Linsen auch etwas größer und das ganze Modul an sich ist ebenfalls angewachsen. Und damit haben wir jetzt auf der Rückseite wirklich ein noch größeres Modul als bereits bei den iPhone 13 Pro Modellen. Ansonsten hat sich rein optisch aber nicht wirklich was getan, bis auf der Vorderseite. Dort haben wir dann nicht mehr die Notch wie im iPhone 13 Pro auf der rechten Seite, sondern wir haben eben hier diese Pill-Shaped Notch plus normales Loch für die Kamera. Und das ist natürlich schon visuell ein großer Unterschied. Insgesamt ändert sich aber ansonsten nicht allzu viel. Also das Gerät von den Abmaßungen und so weiter ist immer noch sehr, sehr ähnlich. Also die Anschlüsse sowie die Power-Buttons oder eben auch Lautstärke, leiser und so weiter. Das ist alles an den gleichen Stellen und hat auch ein sehr ähnliches Design. Passend zum iPhone 14 Pro Dummy habe ich hier dann noch Displayschutz und da kann man auch ganz gut sehen, dass dieser eben ein Vollschutz ist. Wir haben keine Aussparung irgendwie für die Notch oder ähnliches. Nur noch ganz oben einen kleinen Bereich für die Ohrmuschel, damit man natürlich noch weiterhin telefonieren kann. Zusätzlich kann ich euch hier jetzt nochmal passende Cases von Banks zeigen und die sind ebenfalls jetzt hier für das iPhone 14 Pro optimiert. Das heißt, diese Geräte werden gleich auch auf den Dummy passen, wenn wir das einmal ausprobieren. Und dann sehen wir auch nochmal, wie wirklich riesig hier diese Aussparung für die Kamera ist. Also da haben wir auf jeden Fall wirklich eine sehr, sehr große Kamera. Und ansonsten sind auch diese natürlich sehr ähnlich wie für das iPhone 13 Pro. Also da hat sich ja im Grundsätzlichen nicht allzu viel geändert, was die Form angeht. Das ist immer noch genauso auch wie beim iPhone 13 Pro. Aber natürlich hier auch mit MagSafe, also das immer noch ganz klassisch wie seit dem iPhone 12 Pro. Ich habe hier jetzt einmal beispielhaft das iPhone 13 Pro in das iPhone 14 Pro Case hineingesteckt. Und da seht ihr auch schon, dass hier auf jeden Fall noch ziemlich viel Platz unten und oben ist. Es passt natürlich, aber im Grunde genommen sehen wir, dass hier auf jeden Fall noch mehr Platz für eine größere Linse, für ein größeres Kameraelement vorhanden ist, so wie es eben beim iPhone 14 Pro der Fall sein wird. Ansonsten passt das Ganze aber ziemlich gut. Das heißt, hier die Aussparungen sind natürlich genauso wie auch hier. Hier gibt es nur eine leichte Verschiebung. Also da hat sich wohl tatsächlich so ein bisschen geändert. Aber unten haben wir auch weiterhin die Möglichkeit, hier an den Lightning-Anschluss zu kommen oder eben an die Lautsprecher bzw. an die Mikrofone. Also im Grunde genommen passt das Ganze immer noch ziemlich gut hier auch für ein iPhone 13 Pro.
Wenn wir jetzt einmal den iPhone 14 Pro Dummy in das Case stecken, dann sehen wir auch schon, dass das hier perfekt in die Aussparung passt. Also das größere Kameramodul passt hier eben natürlich logischerweise direkt in das Case hinein. Und dann sehen wir hier an der Seite, das ist alles richtig ausgeschnitten. Genauso wie hier auch für den Power-Button und unten natürlich ebenfalls alles ganz klassisch, genauso wie es sein soll. Und natürlich hier auch von vorne einmal bzw. von oben hier ebenfalls diese Aussparung. Das heißt, das funktioniert alles sehr gut und es ist sehr ähnlich wie beim iPhone 13 Pro, aber wir haben eben so kleine Änderungen wie hier beim Kameramodul oder eben auch beim Power-Button. Ich denke auf jeden Fall, dass der iPhone 14 Pro Dummy einen sehr akkuraten Eindruck bietet, wie das iPhone 14 Pro am Ende aussehen wird, sowohl für das Kameramodul als natürlich hier oben auch für die Notch, die eben dieses neue Design bekommt, wie ihr hier sehr gut sehen könnt. Und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was Apple uns dann zukünftig vorstellen wird. Und damit wären wir nun auch schon am Ende dieses Videos angekommen und ich hoffe natürlich, dass ich euch einen ganz guten Eindruck des iPhone 14 Pro machen konnte, besonders anhand dieses Dummies. Wenn das der Fall sein sollte, dann lasst jetzt gerne einen Daumen nach oben da, schreibt mir eure Meinung zum neuen iPhone 14 Pro, wenn es denn wirklich so erscheinen wird, mal unten in die Kommentare und vergesst nicht, meinen Kanal für weitere ähnliche Videos kostenlos zu abonnieren und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut!